Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part und damit zum Duell mit der Wiener Austria. Das heißt, wir müssen auswärts in Wien ran. Sicher keine einfache Aufgabe, aber die Austria ist nicht gut in die Saison gestartet. Also ich bin mal guter Dinge, dass wir da zumindest wieder Punkte mitnehmen. Wir starten einfach gleich mal rein. Gibt noch ein paar E-Mails zu beantworten. Und zwar haben wir ihn hier, dessen Probetraining zu Ende geht. Ich finde ihn eigentlich nicht uninteressant, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir haben genug Talente selbst in unseren Reihen. Und ja, wir haben noch eine Anzeige gestartet zum Thema Chef-Datenanalyst. Ich werde mal die ersten zwei nicht anschauen, sondern eher ihn hier, um keine Ablöse zahlen zu müssen. Neun, zehn, elf. Zehn, zehn, zehn. Achso, Visa 1910, Keil, okay, Pöschl und Galle, Galli, Entschuldigung. Ja, dann, wer war da am besten? Eher fast Beurteilung Spielerdaten, aber nur 8. 11, 11, 10. Das mit dem ganz jungen 10, 11, 9 finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das wird, glaube ich, ziemlich egal sein. Ich werde mal den versuchen. Als Chefdatenanalyst. Das wird schon passen. Ich gehe da einfach mal nach den Fähigkeiten, die hier hervorgehoben waren, und dann überzeugt mich der hier eigentlich am meisten. Gut, Lukas Fadinger mache ich auf jeden Fall verfügbar für die U18. 20. August ist jetzt die Partie. Das heißt natürlich auch, dass das Ende des Transferfensters immer näher rückt. Dürfen auch nicht ignorieren. Gut, viele Zuschauer erwartet, 18.500 werden erwartet. Wenn man sich den Zuschauerschnitt der Wiener Austria in echt ansieht, die sind ja momentan im Ernst-Happel-Stadion, dann wundert es mich ehrlich gesagt. 6.000 Auswärtsfans, das ist halt stark. Zulechner trifft auf alten Verein. So, Mondschein, unfassbar guter Stürmer, das stimmt. Hätte ich gern in Graz gesehen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Wäre natürlich zu cool, wenn wir da auswärts sogar gewinnen könnten. Salzburg, nächster Sieg. Rapid 4 zu 2. Bei denen geht es zu. Das heißt, Rapid und auch Alltag momentan an uns vorbei. Die Wiener Austria könnte uns einholen. Das heißt natürlich, Ute Tedesco hat Interesse an Marisic. Das heißt natürlich, ja, wird das keine einfache Partie? Aber ich bin ehrlich gesagt guter Dinge. Ich habe irgendwie kein schlechtes Gefühl dabei. Spendlhofer rückt wieder in die Mannschaft. Das heißt, wir haben eine hervorragende Verteidigung. Jetzt ist die Frage, wie ich es im zentralen offensiven Mittelfeld mache. Ich könnte sonst auch. Eigentlich könnte ich es ja so machen, dass ich. Wo haben wir jetzt? Lasst mich kurz überlegen. Hierländer auf rechts als normaler Flügelspieler. Dadurch machen wir das Spiel ein bisschen breiter als mit Jul, der nach innen zieht. Aber er kann halt hervorragend flanken. Jul dafür als Schattenstürmer. Hat er auch, glaube ich, ein ganz. Ah, Abschluss wäre das gar nicht so gut. Aber okay. Werden wir in Kauf nehmen. Dann, wen nehmen wir mit? Innenverteidigung nehme ich Scheusengeier mit, da bleibt Schulz noch unten, der hat noch zu viel Rückstand. Und dann nehmen wir mit für die Außenverteidigung Potzmann, das ist klar, für beide Flügel. Dann haben wir Philipp Ovenstad. Ja, Ovenstad werden wir jetzt nach unten tun, nachdem wir uns da eh gerade zerkracht haben und der jetzt wahrscheinlich eh gleich wechseln wird. Makumbu haben wir, den habe ich noch komplett vergessen fürs zentrale Mittelfeld. Aber der ist halt doch eher der Offensivere. Also Yannick Stark kommt schon mal mit, dem fehlt es massiv an Spielpraxis. Aber das werden wir hoffentlich hinkriegen. Und dann überlege ich, wen ich noch mitnehmen soll. Schubert und Eze, also zwei Stürmer.
Zulechner fehlt nachher. Dann tue ich Schubert runter, weil der schlechtere Spielpraxis hat. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich trotzdem Makumbu jetzt zum ersten Mal mitnehme. Statt Eze. Ich glaube, ein Stürmer auf der Bank wird mir reichen. Ja, und wir müssen uns da echt noch was überlegen wegen dem Kader, dass wir eventuell da noch wen verleihen oder so. Buchreger, Luan, da haben wir es eh schon versucht, da sind eh Vereine interessiert. Auf der Leihspielerliste ist er auch. Sturm Graz hat ihn ja auch in echt momentan verliehen. Fadinger, ja, kann man dann theoretisch in die zweite Mannschaft verschieben. Ehrenreich jetzt so und so. Ich lasse den halt alleine im Amateurteam trainieren. Kammerbauer müsste ich mal wieder mitnehmen. Den habe ich auch schon länger. Der kann ja auch im Zentrum spielen. Das habe ich irgendwie auch nicht wirklich bedacht. Das heißt, wir machen es so, dass ich Kammerbauer hier mitnehme. Und jetzt überlegen wir, wenn wir dann noch... Kader ist noch ein bisschen zu groß, ehrlich gesagt. Luan wird gehen. Buchegger. Buchegger werde ich brauchen, wenn wir mit der Fünferkette wieder spielen. Weil dann haben wir zu wenig. Florian Ferk werde ich dann wieder in die U18 verschieben. Genauso wie, wo haben wir ihn jetzt? Da ist Fadinger. Ich mache jetzt die Mannschaft ein bisschen kleiner. Dann haben wir die Probespieler, die so und so den Verein noch verlassen werden. Da müssen wir noch schauen. Jimenez, den können wir jetzt gleich wegschicken. Da haben wir andere. Guter Passspielwert. Gefällt mir generell nicht schlecht, muss ich sagen. Den können wir uns überlegen. Bonanno, Luca Bonanno. Flügelspieler halt. Eher nicht. Und Herrera, Stürmer. Gefällt mir eigentlich auch nicht so schlecht. Den lassen wir noch ein bisschen. Und da möchte ich mal schauen, wie viel der verlangen würde. 350 die Woche, das müssen wir machen. Ich probiere es gleich für 3 Jahre und Option. Ich glaube, aus dem könnte echt was werden. Auf die Option bestehen wir auch auf jeden Fall. Nehmt da an, okay. Weil ganz ehrlich, die Fähigkeiten sehen hier schon ganz nett aus. Also hervorragend hier schon unterwegs. Zielstrebigkeit ist gut. Generell, ja, generell schon relativ weit für einen 18-Jährigen. Und die Jugend von Marseille, das ist ja auch nicht so schlecht. Können wir bei uns auch trainieren lassen oder sonst eventuell auch an Hartberg verschieben. Werden wir sehen. So, Tactical Briefing übergebe ich an den Co-Trainer und Hartberg möchte Luan ausleihen als Stammspieler, allerdings wieder kein Gehalt. Ich nehme es trotzdem an. So, Tedesco, Interesse an Maresic. Hier gefiel Respekt für Domenico, aber Dario steht nicht zum Verkauf. Und ob eine gute Beziehung hilft bei Transfers? Ich glaube nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Mir ist, glaube ich, egal, ob ich mich mit einem Trainer verstehe oder nicht verstehe. Wenn ich einen Spieler nicht abgeben möchte, dann bleibt es dabei. Keine Angebote für Ehrenreich, das war zu erwarten. Versuchen wir es mit der Laie. So, die Anzeige, Chefdatenanalyst. Ich dachte, ich habe sie gestoppt. Die Akademie gewann 2:0. Pejicic, sehr stark. Ja, da kommt auf jeden Fall was nach. Gut, Leute. Also, auswärts gegen die Wiener Austria. Bin eigentlich ganz guter Dinge, aber wir werden sehen, wie es läuft. Yannick Stark bekommt die Nummer 10, passt natürlich nicht. 12, ehrlich gesagt, auch nicht. 18 ist für mich Flügelspieler Nummer. 24 gehört Schmerböck, den wir verliehen haben. Bekommt die 33. Hat er denn nicht auch so eine hohe Nummer bei den Löwen bei 1860? Ich bin mir gar nicht sicher. Gut. Alles Gute da draußen. Habt Spaß. Damit sie dann nicht ganz so nervös sind. Ja, Trikots. Nicht ideal, aber ich glaube, es geht. Und dann legen wir los. Fabian Koch auch gegen seinen Ex-Verein.
Erste Chance, Dzeko mit dem Freistoß, Maresic, aber Jul war im Abseits. Erster Torschuss zählt also leider nicht. Ich möchte von Anfang an gleich Konzentration hier haben. Holzhauser gleich mit Gelb. Ich glaube, es gibt wenige Spieler, die ich weniger leiden kann als ihn. Gute Balleroberung, Lyko Giannis. Ich habe den Yala vergessen zu markieren oder ist nicht gut genug gemacht. Auf jeden Fall. Gleich mal die erste gute Aktion. Na, ist eh markiert. Und die Irländer holt die Ecke raus. Jetzt verliere ich schon meine Stimme, man merkt, dass ich krank war. Also nach dem Part werde ich es dann wieder lassen. Röcher. 11. Minute, wichtiger Treffer. Sehr, sehr schön. Beginnt gleich gut. Westermann klärt, Lovric und da ist Röcher. Ganz, ganz starker Treffer. Super Ball von Niederländer. Leider abseits. Nächstes Foul. Keine gelbe. Jetzt die Wiener Austria mal in der Offensive. Vielleicht die Konterchance Röcher auf Alain. Jul kriegt den Ball. Da merkt man halt die Abschlussschwäche. So, sonst kann ich mich nicht zurücklehnen. Boah, der segelt da durch. Mondschein versucht es aus der Distanz. Okay. Wenn er möchte. Damit verbessert er zumindest die Statistik der Austria auf. Die Niola macht es besser. Also echt stark, wie wir da auftreten bisher. Das ist Wahnsinn. Austria wirkt sehr verunsichert. Die spielen sich da komplett in Probleme. Mondschein im Abseits. Guter Ball von Niederländer. Röcher drauf. Westermann unter Druck setzen, aber der befreit sich trotzdem ganz gut. Grünwald jetzt mal auf links, holt die Ecke raus. De Paula und geklärt Lyko Giannis. Vorne wäre Hierländer, bekommt den Ball auch. Abseits. Ach, schade. Spendelhofer macht das gut. Jul. Alar jetzt vielleicht die Konterchance. Ah, schade. Jetzt müssen wir wieder auf den Konter aufpassen. Aber Dzeko macht das sehr gut. Ein bisschen zu viel Pressing am Flügel. Koch hätte da früher wieder rausrücken müssen.
Siebenhandel, mitspielender Torhüter. Ach, schade. Grünwald, gute Flanke, jetzt müssen wir aufpassen, aber Joule ist da. Lyko mit dem Fehler. An die Stange. Also die Austria wird stärker. Wir werden jetzt wieder mehr von den Jungs fordern. Gibt die Ecke. Eine kleine Änderung, weil wir im Spiel nach vorne zu schnell den Ball verlieren, ist Joule als vorgeschobener Spielmacher auf Attack. Dann müsste er sich ein bisschen mehr anbieten als ein Schattenstürmer. Jago. Wieder schlecht. Unnötiger Ballverlust. Gut unter Druck gesetzt, aber abseits. Ja, momentan ist es ein bisschen eine zahre Partie. Oder eine zahre Phase in dieser Partie. C für unsere deutschen Zuseher. Ich habe gerade gedacht, gibt es das in Hochdeutsch? Irgendwie muss es das Wort doch geben. Jago macht das wieder gut. Ja. Nächste Abseitssituation von Deniola. Aber auch nicht nur wir sind zum Glück ständig im Abseits. Jetzt ist es dann gleich zu Ende. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht da noch den Ausgleich kassieren. Ich möchte unbedingt mit einer Führung in die Halbzeit. Austria ist frustriert. Ich sage Ihnen nochmal bloß nicht selbstzufrieden werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und momentan sehe ich aber nicht viel Grund, was zu ändern. Ich werde vielleicht nur Peter Joule auf Support stellen. Und bei den Teamanweisungen haben wir sogar mehr Pressing drin. Das wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Das muss ich rausnehmen nachher. Dann sind wir ein bisschen kompakter. Austria schon zweimal gewechselt, Friesenpichler und Salomon in der Partie. Die sind natürlich unzufrieden, klar. Holzhauser, komm, krieg die Gelbrote. Yes. Das war's. Wichtig natürlich für uns. Also jetzt ein Mann mehr am Platz. Jetzt muss unbedingt das 2-0 fallen. Ich werde eine kleine Änderung dann vielleicht. Ne, ich habe gerade überlegt, ob ich Hierländer und Joule tauschen soll, aber Hierländer am Flügel ist halt doch nicht so blöd. Weil er einer der wenigen ist, die wirklich gut flanken können bei uns. Röcher. Schwacher Abschluss. Ich werde statt Deni Ala jetzt mal Philipp Zulöchner bringen. Der darf sich jetzt beweisen gegen seinen Ex-Verein.
Man sieht auch jetzt, dass die Wiener Austria nach wie vor mehr Ballbesitz hat, aber gut, die spielen halt auch sehr geduldig. Ich würde sogar vermuten, auf Ball halten im Moment. Und ich mache den Wechsel jetzt trotzdem. Einfach weil beide eine sehr, sehr schwache Note haben. Sollen sie mal tauschen versuchen. Es ist Wahnsinn, wie abgeklärt unsere Verteidigung ist. Oder generell, wie abgeklärt unsere jungen Spieler, wie auch Sandy Lovric im Mittelfeld ist. Das ist echt grandios. Also ich bin neugierig, ob Tedesco da jetzt noch ein Angebot abgibt für Maresic. Ich möchte natürlich auf keinen Fall abgeben. Dzeko versucht es aus der Distanz. Also die Austria ist vorne wenigstens auch kaum noch vorhanden, aber uns gelingt einfach dieses 2:0 nicht. Jetzt mal die erste gute Chance nach längerer Zeit wieder durch Zulechner. Ecke. Lovric aus der Distanz, nächste Ecke. Also diesen Sieg heute dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Die Jungs sind schon wieder nervös. Abseits von Friesenbichler. Alles gut, Jungs, nicht nervös sein. Ich werde, glaube ich, Jannik Stark noch zu seinem Debüt bringen. Für den nervösen Sandy Lovric. Weil der uns einfach mit seiner Erfahrung hier jetzt, glaube ich, weiterhelfen kann. Ich bleibe bei Box to Box. Das müsste ja nicht stark sein. Aber ich kann ihn leider nicht anklicken. Jago, nächste gute Chance. Austria hat jetzt schon zum letzten Mal gewechselt. Sehr gut von Fabian Koch. Röcher, Lykogianis hinterläuft. Schul versucht's. Hat Sikic. Muss da ran. Stark. Jago. Schul. Leider wieder kein Abschluss. Zu allen anderen kann ich natürlich noch was sagen. So. Kleine Änderung noch. Probieren wir es mit der neuen Rolle. Noch nie probiert. Ich ziehe das nur ein bisschen weiter zurück, weil ich einfach glaube, dass das dann ein bisschen mehr Stabilität bringt in der Defensive. Zulechner. Das war ein Schuss. Unfassbar. Abseits. Also ein bisschen geht es mir auf die Nerven, aber das liegt am mitspielenden Torwart, dass Siebenhandel die ganze Zeit den Ball weit abschlägt. Das müssen wir uns jetzt auch nochmal anschauen in dieser Taktik,
oder generell bei seinen Anweisungen, weil wir da unfassbar oft den Ball verlieren und das ziemlich sinnlos. Röcher mit einer guten Balleroberung. Leaster drückt weiter, Friesenbichler aus dem Winkel. Natürlich kein Problem. Bei uns jetzt noch ein Wechsel. Philipp bringe ich auf rechts statt Peter Schul. Also ich möchte Philipp so gut es geht an die erste Mannschaft ranbringen. Immer wieder einwechseln, wenn es möglich ist. Lyko mit dem langen Ball auf Zulechner. Der macht's alleine. Und der wäre wohl vorbeigegangen, hat Sikic. Ging aber trotzdem auf Nummer sicher. Zumindest die Ecke für uns. Hier Länder. Wenn man solche Chancen nicht macht, da gibt es diese alte Fußballer-Weisheit, oder? Zulechner im Abseits. Marcinko versucht es von dort. Und wir werden jetzt schon beginnen mit dem Zeitspiel. Die letzten paar Minuten. Marisic klärt gut. Oh, super gespielt, aber hier Leichner fehlt da ein bisschen die Power. Der ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen müde. Bei Yannick Stark funktioniert generell der Name nicht. Normalerweise kriegen sie zumindest einen Namen, wenn sie einen Ball besitzen, aber okay. Nächste Riesenchance. Also, Riesenchance. Das ist auch übertrieben. Nächste gelbe Karte. Die letzten Sekunden laufen. Letzter Angriff. Aber geklärt. Das war's. Okay, Sieg auswärts in Wien. Auch wenn spielerisch jetzt nicht so der Hammer war, ist uns das komplett egal. Wir haben den nächsten Sieg geholt, damit den Platz 2 gefestigt. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, muss ich sagen. Bin echt begeistert. Auch wie gesagt, wenn es spielerisch noch ein paar Dinge gibt, die mich stören, also mehr Pressing zum Beispiel, habe ich jetzt ja schon gesagt, möchte ich rausnehmen. Ja, und er soll auf jeden Fall kurz abspielen. Das kann man ihm sagen, auch wenn er riskantere Pässe macht. Weißt du nicht, ob die Kombination jetzt so gut ist. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Und jetzt treffen wir dann auf St. Pölten. Schauen wir mal, wie wir da spielen. Ich bin momentan eigentlich von dem 4-2-3-1 ganz angetan. Also wenn es funktioniert, warum sollten wir etwas ändern? Schauen wir einfach mal ein bisschen weiter. Dann werden wir eh sehen, was unsere Scouts so sagen. Neubauer bestätigt Wechsel. Also wir haben jetzt einen Sportwissenschaftler. Keine Angebote für Ehrenreich. Das war eh klar. Das verdient er 1000 die Woche, das ist gar nicht so wenig. Passt. Und schon sind Angebote gekommen. Ich pack's nicht, es hat echt funktioniert. Grödig und Amstetten. Ich möchte mal anschauen, gerne die Angebote. Wieso kann ich mir die Angebote gerade nicht ansehen? Ich würde nämlich gerne wissen, ob da noch was dabei ist, irgendeine Klausel oder so. Aber ist egal, ich nehme es jetzt an.
das wollte ich eben verhindern. Egal. Haben wir noch immer Geld gespart. Also das bringt tatsächlich was, wenn man den Spieler dann auch darum bittet, dass er sich einen neuen Verein sucht. Gut, nächster Sieg gegen die Wiener Austria. Super, auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Spielerisch, was soll man sagen? Ja, Wiener Austria ist stark. Wir haben dann trotz ein Mann mehr irgendwie das Spiel nicht wirklich dominiert. Sie wurden immer wieder gefährlich, vor allem auch durch Distanzschüsse oder Standards. Aber gut, wir haben es auf jeden Fall über die Zeit gebracht, den nächsten Dreier geholt und sind, glaube ich, ganz gut in die Saison gestartet. Nächste Partie dann gegen St. Pölten, also einen absoluten Abstiegskandidaten. Da darf dann natürlich auch nichts passieren. Da muss der nächste Sieg her. Ob es klappt, werden wir dann sehen. Danke fürs Einschalten. Bis dann.